Ein sehr berühmter, wahrscheinlich der berühmteste Hamburger Politiker hat einmal gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Wenn es danach geht, dann hätte mein heutiger Gast wahrscheinlich eine Dauerüberweisung. Denn Frank Suchy sagt, Visionen sind der Schlüssel zu so vielem, zu fast allem. Warum brauchen wir Visionen? Also Visionen ist etwas, was wir in unseren Herzen haben. Was Helmut Schmidt einmal gesagt hatte, da geht es nicht darum, dass wir uns einfach nur eine Idee haben und uns etwas zusammendenken, was wir uns wünschen, sondern Vision ist etwas, ein Bild, was wir im Herzen tragen, ein abgeschlossenes Bild, ein realistisches Bild von der Zukunft, und das bringt uns ins Handeln. Das zeigt, in welche Richtung wir gehen. Das gibt uns Motivation, Kraft, Antrieb. Ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das habe ich an vielen Stellen in meinem Leben erlebt. Jetzt sind Sie Unternehmer. Wie ja. viel Vision steckt in Ihrem Ingenieursbetrieb? Also Visionen stecken viel drin. Ich bin so begeistert gewesen, meine Firma damals zu gründen. Ich war 29 Jahre alt. Es war noch zu Zeiten der DDR. Ich habe begonnen mit Reparatur von Messgeräten. Dann ist uns geschenkt worden, dass die Mauer fiel und ich konnte beginnen, Messgeräte zu fertigen, aufzubauen und weltweit zu versenden. Und das war meine Vision, mit motivierten Mitarbeitern, mit dem Supermaschinenpark hochwertige Messgeräte zu fertigen und die ganze Welt zu liefern. Und als ich so 48, 49, Anfang 50 war, ist diese Vision in Erfüllung getreten. Das heißt, ich hatte erreicht, was ich wollte. Manche Leute nennen sowas Erfolg, aber ich habe die Kehrseite kennengelernt. Plötzlich war meine Vision erfüllt und meine Motivation und mein Antrieb, nach vorn zu gehen, war plötzlich nieder. Mhm. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass Visionäre immer wieder neue Projekte ins Leben rufen und manchmal vielleicht auch etwas schwunghaft oder sprunghaft sind. Das war bei Ihnen anders. Sie sind mit und bei Ihrem Unternehmen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Aber es war dann ein Punkt, wo meine Frau und mein Sohn, die arbeiten im Unternehmen mit. Und mein Sohn hat zu meiner Frau gesagt, Mutti, sag mal, was ist mit dem Vater los? Plötzlich ist der Druck raus. Der hat keine Motivation mehr. Was ist los mit dem? Und als sie mich darauf angesprochen haben, oh, da war ich enorm erschrocken, weil ich selber spürte ja, was in mir ist. Ich hatte es versucht zu verbergen, es war mir nicht gelungen, die anderen haben gemerkt, was los war. So, und da haben wir einfach jetzt den Schritt, sind wir nach vorn gegangen, wir haben uns zurückgezogen, in den Häuschen haben wir uns eingemietet und haben mal einen Visionstag gemacht, 2 Tage. Und haben mal zurückgeschaut, was ist in der Vergangenheit gelaufen, wo sind wir angekommen, welche Dinge haben wir unter den Teppich gekehrt, die jetzt hervorkamen, haben also über alles gesprochen, was vielleicht auch schmerzlich war, war für mich auch nicht immer einfach. Aber, und dann haben wir am nächsten Tag nach vorn geschaut und haben gefragt, was ist in unserem Herzen? Was steckt drin? Das Herz ist der Schlüssel. Ich bin ein ganz großer Fan vom König Salomo. Und dieser alte israelische König zu seiner Zeit, der reichste und der weiseste und klügste Mann, der hat gesagt, das Vorhaben eines Menschen ist tief verborgen in seinem Herzen. Aber ein kluger Mensch kann es schöpfen. Das heißt, das, was das Leben in uns angelegt hat, was es für Sie angelegt hat, ist verborgen in Ihren Herzen. Das heißt, wir brauchen die Zeit, um mal zu schauen, was hat das Leben in unser Herz hineingelegt? Was ist drin? Was begeistert uns? Was treibt uns an? Und so hat meine Frau, mein Sohn und ich, haben wir geschaut, was in unserer Stärken, Schwächen, in welche Richtung geht es? Und haben dann eine komplett neue Vision für unsere Firma erarbeitet, die heißt, dass wir der kompetenteste Ansprechpartner sind für das, was wir in unserer Messtechnik liefern. Und da war ich voll wieder da. Es geht darum, wir wollen der kompetenteste sein, wenn Menschen uns brauchen. Eine neue Vision auf einem neuen Level. Und ich merke, das ist entscheidend, um auch erfolgreich zu sein und ein glückliches Leben führen zu können. Zu dem glücklichen Leben kommen wir gleich. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage ja? zur Vision, zum Visionär. Als Visionär bezeichnet man ja auch landläufig einen Menschen, der Dinge sieht. Dem ja. werden Dinge vielleicht auch einfach nur gegeben. Ja. Also ich sage mal, man hat es oder man hat es nicht. Mhm. Oder kann man Visionen sozusagen auch lernen? Lernen, es geht von meinem Verständnis her weniger um das Lernen, mehr um das Schöpfen, weil ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Erde etwas mitbekommen hat vom Leben, wofür er angetreten ist. Und es geht darum, das aus dem Herzen zu schöpfen. Und wie können wir das machen? Indem wir einfach mal in die Stille hineingehen und mal die Frage stellen, was
möchte ich wirklich? Was ist etwas, was mich begeistert? Wo kann ich anderen Menschen etwas bieten, wo ich eine Gabe habe, was andere Menschen brauchen, und dort dieses Erleben, das Geben seliger ist als Nehmen. Damit ist nicht unbedingt Geld gemeint, sondern wenn ich mich in andere Menschen investieren kann. Ich kann das Umfeld, in dem ich lebe, wertvoller machen, lebenswerter für andere Menschen, bekomme ich so viel zurück, dass einfach mein eigenes Leben damit viel reicher wird. Das heißt, der Blick zu anderen Menschen, denen etwas Gutes zu tun, mit dem, wie ich als Mensch bin, was meine Gaben, meine Talente sind, wenn wir das viel mehr praktizieren würden, unsere Welt würde ganz anders aussehen. Sie wäre noch viel, viel schöner. Da haben Sie jetzt schon vieles gesagt, was nicht nur auf Unternehmen zutrifft. Deshalb komme ich nochmal zurück zum Unternehmen. Was kann denn ein visionärer Unternehmer wirklich bewegen, auch zum Beispiel in Bezug auf seine Mitarbeiter? Er kann viel bewegen. Der Unternehmer hat als erstes eine Kultur zu kreieren. Er prägt das Unternehmen mit seiner Vision, in welche Richtung das Unternehmen geht, welche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Und er hat eine Umgebung zu schaffen, ein Arbeitsfeld, wo Mitarbeiter ihre Gaben und Talente entwickeln können. Es ist so wichtig, dass Menschen gabenorientiert eingestellt sind. Nicht nur angestellt werden, um Geld zu verdienen und dann 16, 17 Uhr die Firma zu verlassen, um Geld auszugeben, sondern der Arbeitsprozess ist ein kreativer Prozess, wo Menschen sich entwickeln können und wo sie spüren, das Leben ist was Wundervolles. Das ist eine Aufgabe von Führungskräften, von Unternehmern. Und es liegt mir am Herzen, da Menschen zu ermutigen, in diese Richtung weiterzugeben und andere zu beschenken. Lieber Frank Suchy, vielen Dank für dieses Gespräch. Also wir brauchen mehr Visionen und vor allem visionäre Unternehmer. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.